Hans-Peter, ich freue mich unglaublich, dass du heute bei uns bist und ich darf dich ganz herzlich willkommen heißen. Sei herzlich gegrüßt und umarmt und vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist und dein Wissen mit uns teilst. Ja, erst einmal herzlich willkommen und seid gesegnet, ihr Lieben. Ich denke, wir haben sicherlich jetzt ja eine schöne gemeinsame Zeit, in der wir vielleicht ein bisschen Klarheit, habe ich schon im Chat geschrieben, Reinheit und Wahrheit in viele Dinge des Lebens bringen können. Jeder trägt so unseren Teil, wie auch du, dazu bei. Und deswegen natürlich auch an dich ein herzliches Dankeschön für deine wunderbare Einladung. Ne? Ist ja interessant, wie wir auch zusammengekommen sind. Ja. Und es gibt keine Zufälle, das gibt es ja nicht. Und ja, und von daher freue ich mich natürlich umso mehr. Ja, ich mich erst recht. Vor allen Dingen habe ich ja zwei deiner Bücher gelesen. Da komme ich jetzt gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte, wenn du erlaubst, dich nochmal kurz vorstellen für all diejenigen, die Gerne. Nicht die Zeit hatten, den Text zu lesen. Du warst ja ursprünglich Mediziner und hast mit deiner Frau ein sehr erfolgreiches Berufstanzpaar gebildet, hast über 100 Titel abgeräumt sozusagen. Also herzlichen Glückwunsch, finde es fantastisch. Ich als Nicht-Tänzer bewundere das dann natürlich umso mehr. Und du schreibst von dir selbst, dass du jeden Stein dreimal umdrehst. Also wenn man allein schon mal das breite Spektrum an archäologischen, literarischen, architektonischen und ich möchte dazu sagen juristischen und auch spirituellen Wissen berücksichtigt, dass du auch in deine Bücher gefasst und gepackt hast, dann kann man das also wirklich nur bestätigen. Du beschäftigst dich mit so vielen Dingen, es ist also unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie du das alles in deinen Kopf kriegst. Also es ist für mich sehr, sehr... Ich auch nicht. Und wo du das alles herholst. Ich meine, du musst du den ganzen Tag nur noch lesen. Es ist wirklich faszinierend. Ich staune bei jedem Buch, das ich gelesen habe. Es geht ja nicht nur um juristische Details, gerade was zum Beispiel die Stellung Deutschlands angeht oder die Weltsituation oder die Geschichte der Menschheit. Und damit meine ich nicht den historischen Verlauf, wie er in unseren Geschichtsbüchern steht, sondern so, wie es wirklich gewesen sein könnte. Was mich aber auch sehr, sehr freut, ist dein Auseinandersetzen und Eintauchen in das Christusbewusstsein. Und du hast ja auch jetzt ein neues Buch geschrieben, das ging völlig an mir vorbei, leider. Ja, das kannst du gerne auch mal rein. Warte mal, ich habe mir auch eine, ja genau, die Jesusbrüder. Aber warte mal, ich habe doch, jetzt ist mein Bild weg, aber ich zeige nachher nochmal eine Zusammenfassung von deinen Büchern. Du hast sehr, sehr viel. Ich sehe dein Bild, ja. Bitte? Ich sehe dein Bild. Welches Bild? Ich sehe dich gut. Ja, mein Bild. Ich meinte aber, das ist irgendwie jetzt gerade verschwunden. Warte mal, das mache ich mal anders. So, jetzt, Entschuldigung. Das habe ich gemeint, dieses Bild. Ach so, okay, gut. Dieses Bild habe ich gemeint, habe. Dass ich einfach mal ja. Deine Bücher zeige und die Leute sehen, was du alle schon geschrieben hast, Freiheit durch Wahrheit oder wenn das unsere Ahnen wissen. Ich habe jetzt hier nicht alle Bücher drauf, es sind weit mehr, Gefängnis, Planet Erde und natürlich dein letztes Buch, da sind wir jetzt drauf gekommen, Jesusbrüder. Da habe ich mir den Klappentext durchgelesen, super spannend. Also du sagst ja, dass du einen Nachweis hast, dass Jesus und seine Gefährten nach wie vor unter uns sind. Es gibt Namen dazu, sie sind nach wie vor da, sie unterstützen uns. Also ich muss dieses Buch unbedingt lesen. Also es ist wirklich fantastisch und vielleicht kannst du uns dann nachher noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Sehr gerne, sehr gerne. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, es war unfassbar schwer, ein Thema zu konkretisieren für diesen Abend. Und so haben der Hans-Peter und ich uns dazu entschlossen, einfach mal irgendwo anzufangen, den Faden rauszuziehen aus dem Knäuel und dann einfach das Thema, die Themen einfach sich folgen zu lassen. Und ich denke, wir haben beide jetzt keine Ahnung, was der Output ist an diesem Abend, aber es wird so sein, wie es sein soll. Und es wird ein guter Output sein, da bin ich ganz fest davon überzeugt. So, da gehe ich sogar fest von aus. Ich bereite mich niemals vor auf meine Interviews oder Calls oder Gespräche auf Augenhöhe, möchte ich das bezeichnen, weil du stehst mir ja am Schreiben in nichts nach, in keinster Weise. Und ich lasse mich immer treiben. Meistens ist es wirklich so, dass wenn intuitiv innerhalb des Gesprächs sich ja eine neue Richtung ergibt oder Ähnliches, dann hat es auch so sollen sein. Und dann ist es auch in dem Moment das Richtige, was transportiert wird. Und von daher, wir wissen alle noch nicht, wo es uns jetzt heute hinführen wird. Und deswegen, da bin ich gespannt. Das ist doch ein guter Einsatz.
Genauso sehen wir das auch. Und ihr wisst ja, alle, die ihr jetzt zuschaut und zuhört, ihr könnt eure Fragen in den Chat stellen und wir werden diese Fragen so gut wie möglich behandeln, entweder im Laufe des Gespräches oder am Ende des Gespräches. Das kriegen wir dann alles hin. Ja, lass uns doch einfach mal anfangen. Lieber Hans-Peter, ich würde gern mit dir starten. Du hast davon gesprochen, dass du eine Nahtoderfahrung im Alter von 6 Jahren hattest. Das ist heftig und massiv. Hat es damals schon angefangen, dass du gemerkt hast, dass in der Welt irgendwas so nicht stimmt? Oder wie war das für dich? War vielleicht sogar der Auslöser. Es war vielleicht sogar der Auslöser. Es ist, wenn wir viele Nahtodbeobachter, viele Nahtoderfahrungen bei Erwachsenen im Nachhinein hören und sehen und das uns anschauen, was berichtet wird, dann berichten sie auch von außerkörperlichen Erfahrungen und so weiter. Ich kann davon überhaupt nichts berichten. Ich war wohl vielleicht noch zu jung, als dass mein Gehirn das weggesperrt hat, diese Erinnerungen. Und aber was anschließend passierte, war halt schon phänomenal. Ich meine, ich habe dann 1, 2 Jahre später schon die ersten Bücher über das Leben nach dem Tod gelesen. Könntet ihr bitte euer Mikrofon stumm schalten an alle anderen? Wäre zu lieb. Auch die Anna. Ich habe jetzt. Wartet mal, ich gehe mal auf alle stumm schalten und dann. So, und jetzt müsstest du dich wieder freischalten. Dann Okay, müsst. genau, perfekt. Ja, und ich bin auf der Sprecheransicht. So, ja, von daher, da hat das Ganze angefangen und ich muss auch offen gestehen, ich war auch so ein Kind, der an die Losbude geht, zieht ein Los und hat den Hauptpreis. Ich habe nie wirklich lernen müssen in der Schule. Ich konnte von Anfang an fließend lesen und schreiben. Also mir fallen einfach gewisse Dinge zu. Und auf die Frage hin, die du gesagt hast, du müsstest ja. Ja, ich habe vielleicht 500 oder 1000 Bücher in meinem Leben gelesen, aber ich glaube nicht, dass das der entscheidende Punkt war. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist der, dass es eine Verbindung nach oben gibt, bei der Informationen angezapft werden. Wo eine Führung entsteht, ich beobachte, gerade hier in Südamerika ist es noch extremer als in Europa, dass wenn ich auf die Suche nach dem berühmten Nadel im Heuhaufen gehe, im Zuge von Recherchen, wofür ich sonst oder wofür andere wahrscheinlich Monate brauchen würden, brauche ich teilweise Minuten oder eine Nacht und morgens habe ich die Eingebung. Und dann weiß ich, wo ich zu suchen habe und ich finde es auf Anhieb. Oder mir werden Dinge, mit denen ich mich gedanklich, nur gedanklich beschäftige, am nächsten Tag schon die Hinweise dazu geliefert, über Umwege. Und von daher glaube ich, ist das Thema Führung oder höhere Führung auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Hast du dich dann von Beginn an geführt gefühlt oder hat diese Nahtoderfahrung dazu beigetragen, dass du dann diese Führung so ganz klar hast spüren können? Nein, überhaupt nicht. Mir war das überhaupt nicht bewusst, weil ich bin in einer Familie inkarniert, die null spirituell sind. Aha. Ich weiß nur eins, das mir immer gesagt worden ist, also Hans-Peter, irgendwie hast du da was falsch gemacht, in die Familie hier zu inkarnieren. Du bist da ganz anders als alle anderen, ohne das abwertend jetzt zu meinen. Ich war mir dessen auch gar nicht bewusst. Ich habe mich einfach damit beschäftigt und Bücher gelesen, schon als kleines Kind. Und mir war aber nicht klar, was dahinter steckt, weil es hatte mir niemand gesagt. Es hatte mir niemand vermittelt. Und ich hatte auch keinen Lehrer oder Meister oder jemand, der mir das praktisch mich geführt hat. Und da bin ich nämlich auch in einige Jahre in diese Falle getappt, dass ich mich auch im System bewegte, massiv, und irgendwann aber erkannt habe, dass hier was nicht stimmt. Das Gefühl hatte ich schon immer. Und dann begann ich natürlich irgendwann zu sagen, jetzt gehe ich dir mal auf den Grund. Jetzt drehe ich den Stein wirklich dreimal um. Und das war in der Medizin so, als ich Mediziner war. Ich war ja naturheilkundlich. Das waren meine ersten Bücher, waren medizinische Bücher über naturheilkundliche Behandlung. Danach kam dann das System, die Aufklärung über das System, das Thema Buchfreiheit durch Wahrheit, Band 1 und 2, wo ich das System erklärt habe, wie es funktioniert in sich, und war der Erste, der in der Form darüber schrieb. Und dann kam Geschichte, die schon immer mein Steckenpferd war, seit meiner Kindheit, und natürlich meine extreme Verbundenheit zu Christus, zu Jesus, zu Gott. Das war mir auch eine Herzensangelegenheit und da liegt momentan auch der Schwerpunkt, der Fokus drauf. Glaubst du auch, Also Geschichte und Geistiges rund um dieses Thema
nach außen zu tragen. Im Prinzip, ohne das jetzt vermessen so auszudrücken, im Prinzip, na ja, die Heilige Schrift jetzt dreimal umdrehen und da mal das Buch schütteln und gucken, was fällt dann an Wahrheiten raus und was hat man verfälscht und wie war es denn wirklich? Das war mein Anliegen. Und dann kommst du, wie du jetzt gesagt hast, einfach auch an die Quellen, die dir das dann sagen können. Da habe ich auch noch mal konkret nachher noch eine Frage dazu. Ich möchte aber jetzt einfach noch mal am Anfang bleiben. Also gesagt, du hast dann Freiheit durch Wahrheit geschrieben. Wann fing das an, dass du dann gemerkt hast, im System passt irgendwas nicht? Du hast gesagt, Medizinstudium, das habe ich mitbekommen, aber das hat sich ja wohl anscheinend irgendwo mal oder irgendwann mal verdichtet. Natürlich. Und wie das im Leben so ist, es gibt ja auch da keine Zufälle. Du wirst ja immer mit dem Nase in die Dinge geschubst, wenn es sein soll, wenn es zu deinem Seelenauftrag, wenn es zu dir gehört. Und so, wir kennen alle das Beispiel, dass uns etwas widerfährt, von dem wir in dem Moment, in dem es passiert, davon ausgehen, dass es ganz schlimm ist, was uns widerfahren ist. Blicken wir jedoch Jahre später zurück, dann merken wir, mein Gott, war das gut, dass das passiert ist, weil es hat mich dahin geführt, wo ich heute bin. Es war eine wichtige Erfahrung und genauso musste ich die Erfahrung machen, dass man mich oder unser Unternehmen, was wir hatten, zerlegen wollte in alle Einzelteile. Die Finanzbehörden wurden unverschämt. Darf ich mal reinfragen, war das dann auch aufgrund deiner Recherchen, die du getätigt hast? Naja, es kommen ja Dinge in dein Leben. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine ungerechtfertigte Forderung einer Finanzbehörde. So. Und dann schalte ich zum Beispiel die größte Reederei der Welt ein, Hapag-Lloyd, für die ich praktisch Auftraggeber war, oder sie waren meine Auftraggeber, weil ich viel auf Kreuzfahrtschiffen weltweit unterwegs war mit meiner Frau, wir da aber gearbeitet haben. Ja, wir haben dort Tanzkurse gegeben, Shows getanzt über die ganze Welt. Und dann wollte man mir das als geldwerten Vorteil versteuern. Ich hätte da fast 200.000 Euro nachzahlen müssen. Das war aber nicht gerechtfertigt. Da haben sich die Anwälte von Hapag-Lloyd eingeschaltet und gesagt, nee, so geht das nicht, liebe Finanzbehörden, das ist nicht richtig. Es war denen aber egal. Sie sagten, den zerlegen wir jetzt erstmal, der zahlt, Klagen vom Finanzgericht kann er ja immer noch. So, das wollte ich aber nicht. Also habe ich mich gewehrt und ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt schon sehr viel. Und da kam ich dann natürlich automatisch in den Zwang, das auch anzuwenden. Das ging so weit, dass ich mich bis vors, bis nach Den Haag ging letztlich. Bis nach Den Haag. Ich bin bis nach Washington und nach Moskau und habe die Verantwortlichen dort an einem Strafgericht angezeigt. Habe diese Strafanträge wurden auch angenommen und ich habe sie denen auch in Kopie überreicht, den Betroffenen. Und dann habe ich sie auch wirklich. Es war ein Katz-und-Maus-Spiel, was da lief. Es war heiß. Ich habe, glaube ich, 30, 40 Stunden pro Woche nur mit Schriftverkehr verbracht und habe dann beschlossen, mich aus dem System auszuklinken. Ja? Ich habe mich aus der BRD abgemeldet. Ich bin dann nach England mit einem Wohnsitz in England, damit ich da mich privat versichern kann über eine private Krankenversicherung und habe von dort aus agiert mit deutschen Behörden. Weil ich habe halt Frau und Kinder. Und wir müssen wirklich natürlich auch vorsichtig agieren, weil das ist natürlich wesentlich wichtiger als alles, was du tust, sind Frau und Kinder. Die Familie ist das wichtigste Gut auf der Erde. Und so hat das eine nach dem anderen ergeben. Und das Ende vom Lied war, dass ich sogar vom russischen Militärgeneralstaatsanwalt original unterschrieben und gesiegelt einen Brief bekommen habe, in dem ich den Schutz der Russischen Föderation genieße und die BRD mich nicht angreifen darf, aufgrund meines Wissens. Und den Dingen, die ich getan habe, man hat das wohl dort sehr wertgeschätzt. Aber letztlich war es ja so oder ist es auch so, dass ja in Europa aktuell das Recht des Stärkeren gilt und nicht die Stärke des Rechts. Und somit waren auch wir vor gewissen Dingen nicht gefeit. Ich hatte Kontakte zu Adelskreisen. Wir hatten Bundesnachrichtendienst vor der Tür. Wir hatten 24-Stunden-Überwachung. So mussten wir irgendwann das Land verlassen. Weil Familie und Kinder sind natürlich wesentlich wichtiger. Abgesehen davon kann ich ja oder konnte von hier aus wesentlich entspannter agieren, arbeiten und reagieren, als ich das in Europa hatte. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ich bin noch nicht mal stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Auch wenn wir vielen, vielen Menschen geholfen haben, wir haben sehr vielen Menschen, Hunderten geholfen in Deutschland, entscheidend ist nämlich eins, ist es die Lösung, frage ich immer. Und das ist mein heutiger Stand der Dinge. Ist es die Lösung, immer in den Kampf zu gehen?
Ist es die Lösung, dem System, das gegen dich vorgeht, entgegenzutreten, sich mit den Mächtigen anzulegen? Ich scheine es schon in vielen Inkarnationen gemacht zu haben und bin in vielen Inkarnationen im Kerker gelandet oder am Kreuz oder mit einer Dornkrone oder gevierteilt oder was auch immer. Dieses Märtyrertum bringt uns nichts. Es ist wichtig zu erkennen, dass wenn wir im Kampf gegen das System gehen, wir das System wieder energetisch unterstützen letztlich. Exactly. Wir füttern es. Wir füttern es mit unserer Energie. Und diesen Prozess habe scheinbar ich gebraucht, um festzustellen, dass das nicht die Endlösung sein darf, sondern die Lösung muss einfach sein für uns alle. Im Zuge dieser Dinge ja erkennen, ja erwachen, ja transformieren, aber nicht indem wir gegen das System gehen, sondern indem wir wieder in unsere Mitte kommen, unsere Schöpferkraft erkennen und unsere Konsequenz ziehen. Und mit Liebe und Licht nach vorne stürmen, mit dem Lichtschwert, wie man so schön sagt, statt in dieser 3D-Systemanalogie zu leben, in der wir, wenn wir es wirklich hart auf hart wollen, sowieso den Kürzeren ziehen würden. Aufstehen, ja. Kollektiv, gemeinsam, ja. Aber nicht, indem wir genau das tun, was sie erwarten, nämlich gegen das System gehen und ihnen damit wieder Energie füttern. Sondern, und das war der Punkt, wo ich dann vor wenigen Jahren auch gesagt habe, meine Telegram-Kanäle, meine YouTube-Beiträge, meine Bücher müssen Aufklärung, ja, aber wichtig, sie müssen Lösungen beinhalten, die ins Licht führen. Sie müssen lichtvoll sein und sie müssen einen spirituellen Charakter haben und sie müssen den Menschen wieder dazu dienen, in ihre Kraft zu finden. Und das ist letztlich mein Auftrag. Aber das war eine Station, die scheinbar gebraucht wurde, um dahin zu kommen, wie es jetzt ist. Auch hier wieder einfach die Führung. Ja? Mhm. Aber weißt du, ich bin da voll bei dir und ich glaube, wir müssen alle so diese Stationen durchgehen. Ich denke, gerade die letzten Jahre haben das gezeigt bei vielen von uns, dass man einfach erstmal entsetzt ist, dann so richtig und langsam mal guckt, was ist da eigentlich los? Und ich finde, da hilft deine Arbeit unglaublich viel. Also dein Buch, das du geschrieben hast, Freiheit durch Wahrheit, das fand ich klasse. Und ich fand auch Gefängnisplanet klasse. Ich möchte auch gerne nochmal auf ein paar Punkte aus diesen Büchern trotzdem, auch wenn du sagst, es ist 3D, nochmal drauf eingehen. Bin aber voll bei dir, wenn du sagst, wir müssen das Ganze mit der Liebe lösen, weil ich glaube, wir haben es noch nie versucht. Und das ist genau das, was jetzt sozusagen erwartet wird, dass wir mit Groll, mit Wut, mit was weiß ich, allem an die Sache rangehen, eben mit viel Widerstand. Und wie du schon so schön sagst, und ich glaube, du hast es auch in eins deiner Bücher geschrieben, dann nähern wir das System. In dem Moment ist es dann eben so, dass genau diejenigen, die eben das Leid der Menschen verursachen, dann auch ihre Nahrung aus unseren negativen Emotionen dann herausziehen. Also, aber jetzt haben wir ja ein weiteres Problem, Sabina. Schau mal, das weitere Problem ist, dass die dunkle Seite, oder nennen wir sie die andere Seite des Lichts, ja auch alles, was lichtvoll ist, versucht zu unterwandern. Das ist ihnen ja seit Jahrtausenden relativ gut gelungen. Mhm. Und so auch ist es heute so, dass auch die heutige Spiritualität und Esoterik von der dunklen Seite massiv unterwandert ist. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich neuere Bücher nehme, ich möchte keine Autorennamen jetzt nennen, und man liest so die ersten 30, 40, 50 Seiten und denkt sich, wow, klasse, das ist ja volle Resonanz und das stimmt. Aber der wache Geist, der die alte Seele ist, der erkennt ab Seite 51, Moment, was passiert hier gerade? Jetzt werden hier unterschwellig Botschaften reingebracht, die völlig auf den Holzpfad führen. Das ist alles unterwandert. Und das war für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Grund, drei Faktoren zu berücksichtigen. Es bringt uns nichts, alleine zu sagen, spirituelle Licht und Liebe, weil wenn wir uns Gehhilfen holen, führen sie oftmals durch die Unterwanderung auch wieder auf den falschen Pfad. Ja. Ich habe mich konzentriert auf Geschichte, das heißt uralte Schriften. Gerade in dem Buch Die Jesusbrüder habe ich darauf hohen Wert gelegt, nicht nur die Geschichte darum zu offenbaren, sondern die Botschaften, die wahren Botschaften dahinter zu offenbaren. Durch ganz uralte Texte, ob sie aus dem Sumer, Babylon, aus dem ehemaligen Irak oder heutigen Irak kommen und viele andere alte Schriften, auch der Inder. Denn in den alten Schriften und den apokryphen Evangelien haben wir noch viel Wahrheit stehen. Ja. Und auf diesem Gerüst basierend, und dem Abgleich mit dem morphogenetischen Feld, mit der Urquelle, mit Channelings,
haben wir die Dinge in einen Einklang gebracht. Sodass ich sagen muss, für mich ist das meine pure Essenz und meine reine Wahrheit und Wirklichkeit. Die hat mit dem, was man heute uns teilweise lehrt, ich will nicht sagen, nicht viel zu tun, aber was man heute macht, man erzählt uns nicht die ganze Wahrheit. Und Halbwahrheiten sind für mich immer Dreiviertellügen. Ist gut ausgedrückt. Ich glaube, Hannah Arendt hat auch ein ganz, also diese Halbwahrheiten oder Halblügen, was auch immer, das ist immer so das besonders Teuflische an der ganzen Geschichte. Ja. Genau, weil wir gehen ja in Resonanz damit, aber nur mit der Hälfte. Die andere Hälfte verheimlicht man uns. Und das ist das Schade. Und ich meine, nicht umsonst haben mir schon vor 17 Jahren Leute gesagt, ich habe das überhaupt nicht werten können. Ich wusste es nicht, dass das, was ich irgendwann tun werde und schreibe, wichtig für die Menschen ist. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich habe noch nicht geschrieben zu dem Zeitpunkt vor 17, 18 Jahren. Noch war ich in dem spirituellen Bereich, wie ich das heute bin, unterwegs. Und diese Essenz oder diese Erkenntnis kam später. Und neuere Ergebnisse, auch Gespräche mit Brahmanen in Bali und in Indien und mit vielen Medien, ja, also das Mehrzahl von Medium, hat auch ergeben, dass es scheinbar mein Auftrag ist, die uralten Schriften wieder auszugraben, aufzuarbeiten, aufzubereiten, um sie in der heutigen Zeit den Menschen wieder zugänglich zu machen. Oder wie der Brahmane gesagt hat, der eine, das ist auch ganz interessant, Hans-Peter, du hast einen Wissensschatz von über 80%, nach denen ihre Maßstab. Sagt er, 90 hat Gott. Das geht schon fast gar nicht, ja. Mehr, was du hast, geht nicht. Aber, sagt er, dieses Wissen hast du niemals durch Universitäten oder Schulen bekommen. Das kann man dort nicht lernen. Und da hatte er vollkommen recht. Und es ist einer meiner Seelenaufträge wohl, die ich mir ausgesucht habe, in dieser Inkarnation genau das zu tun. Nämlich, das Alte wieder auszugraben, für die Menschen heute wieder zugänglich zu machen, um die Wahrheit wieder ans Licht zu bringen, um ihr Herz zu vergolden, um ihre Seelen zu veredeln. Denn wir können ohne die Geschichte und die Wahrheit nicht unsere Essenz leben für die Zukunft. Wir können ja nur durch Lernen aus der Vergangenheit die Zukunft positiv gestalten. Deswegen verfälscht man ja auch bewusst die Geschichte, um uns im Dunkeln zu halten. Und deswegen ist es so, dass wir mit so Filmen wie zum Beispiel Herr der Ringe, ich möchte mal ein Beispiel geben, oder Avatar, so unfassbar in Resonanz gehen. Wir finden sie fantastisch, weil wir fühlen, wir spüren in unserem Inneren und in unserer Seele, da ist was dran. Da steckt so viel Wahrheit drin, die wir so nicht erzählt bekommen. Da bekommen wir wieder ein Stück unserer Anbindung zurück. Ja. Das ist richtig. Also da rennst du bei mir auch offene Türen ein. Ich bin auch immer so der Verfechter von denjenigen, von den alten Dingen. Also nicht das neue New Age, sondern diese alten Dinge. Und insofern finde ich das fantastisch, was du machst. Also bitte, bitte bleib auf deinem Weg. Wenn du jetzt aber von der Geschichte sprichst, du erzählst eine völlig andere Geschichte. In deinem Buch zum Beispiel Der Gefängnisplanet kommst du auf Themen zu sprechen, wie zum Beispiel die Anunnaki. Du bringst auf einmal Pharao Tod mit rein, die 12 Smaragdtafeln, die Prager Turmuhr. Also das sind alles so Sachen, die miteinander zwar vernetzt sind und du bringst es auch wunderbar zusammen. Aber vielleicht kannst du hier mal was drüber sagen, wie du das für dich empfindest, woher wir eigentlich kommen, was deine Meinung ist. Weißt du, ich erzähle ja eigentlich nichts Neues. Es gibt ja nichts Neues. Aus etwas schöpfen heißt ja, es ist schon da, wenn wir aus etwas schöpfen. Wir können auch 100.000 Bücher verbrennen. Wir können 1 Million Bücher verbieten. Da oben steht die Wahrheit geschrieben. Und ja, über die Anunnaki haben schon viele geschrieben. Ich bin nicht der Erste. Das weiß ich, ja, aber du hast andere. Der Pharao Tod haben auch schon viele geschrieben. Da bin ich nicht der Erste. Aber was noch keiner gemacht hat, was finde ich jetzt, was Leute zumindest zu mir sagen, was ich von außen zugetragen bekomme, ist, dass ich einer der wenigen bin oder mit der Erste wieder, der diese Dinge, die separat von vielen schon behandelt wurden, aber jetzt zusammenfüge zu einem Puzzle und damit ein neues Bild sich ergibt. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass Pharao Thoth bei den Sumerern bekannt war als Ningish Sida? Das heißt, bei den Sumerern kannte man ihn auch. Das haben wir herausgefunden. Ich kann dir auch sagen, dass die Seele von Jesus und von allen 12 Aposteln bei den sumerischen Göttern inkarniert waren. Die sind schon immer auf der Erde. Und sie inkarnieren immer wieder, um den Menschen Wissen, Weisheit und Liebe zu predigen und zu bringen. Zu behaupten, dass ein Christus nur einmal erscheint und dann auch noch bei den Katholiken oder im Christentum alleine, würde alle anderen Glaubensrichtungen diffamieren oder alle anderen Völker. Und das tun wir nicht. Ja, darf ich mal kurz ein?
Entschuldigung, darf ich mal kurz Ja, rein? klar. Sind es bewusste Inkarnationen? Also das heißt, Sie wissen, dass Sie inkarniert sind, weil bei uns ist es ja oft so, wir sind inkarniert, aber für uns war es ein langer Weg zu erkennen, dass wir mehrfach auf der Erde waren und können uns an die Vorleben nicht erinnern. Aber in dem Fall ist es anders. Also ja und nein. Also drücken wir es so aus. Es ist tatsächlich so, wie es auch in der Pistis Sophia steht, dass wir ins Vergessen geworfen werden. Und das wird immer als negativ betrachtet. Es ist tatsächlich ein wichtiger Prozess. Wir dürfen das nicht verteufeln. Natürlich könnte man jetzt sagen, hey, wenn ich jetzt auf die Erde inkarniere und kann mich an alle Vorleben erinnern, wie genial wäre das denn? Da könnte ich mich ja viel schneller weiterentwickeln. Aber die andere Seite ist die, was ist, wenn du in den letzten drei Leben mal kein gutes Leben hattest, vielleicht etwas Böses getan hast und dich jetzt von klein auf daran erinnerst, würde das deinen Prozess unterstützen, gerade als Kind? Ich glaube, dass es für kein Baby oder Kind gut wäre, negative Bilder zu bekommen, ständig Visionen von dem Vorleben, wo man vielleicht umgebracht wurde, Opfer war oder Täter war. So, das würde uns nicht viel bringen. Es ist aber unsere Aufgabe, uns zu erinnern. Es ist die Aufgabe, aber nicht an alle Inkarnationen, sondern es werden die uns offenbart werden, wenn wir dafür bereit sind, wenn wir offen sind, die jetzt für das jetzige Leben wichtig für uns sind. Überleg dir mal, wir inkarnieren bis zu 500 Mal mit dem gleichen Auftrag. Ich kenne ungefähr 30 bis 40 meiner Inkarnationen, größtenteils mit Namen. Aber mich interessieren die anderen 470, vielleicht waren es ja 5470 nicht, weil sie jetzt nicht wichtig sind für die heutige Zeit. Die Essenz dessen, was mir mitgeteilt wurde, ist das, was jetzt wichtig ist. Und vielleicht war ich auch irgendwann mal der Böse. Jeder von uns vielleicht. Wir wissen es nicht genau. Aber dann ist es vielleicht auch wieder so, dass wir das schon seit Generationen, seit Tausenden von Jahren oder Hunderten transformiert haben und so viel Gutes getan worden ist, dass es jetzt keine Rolle mehr spielt. Das heißt, wichtig ist, dass wenn wir uns erinnern, die Essenz dessen heute leben, was wir sind. Ich gebe dir ein Beispiel. Carl Gustav Jung hat ja auch gesagt, dass die bewussten Entscheidungen, die wir heute treffen, unbewusste Trigger aus anderen Leben sind. Wir wissen es nur nicht. Ich hatte ja vor Jahren den Namen von Liechtenstein für meine Bücher gewählt. Mein bürgerlicher Name und die Namen meiner medizinischen Bücher tragen einen anderen Nachnamen. Ich musste aber einen zweiten nehmen als Künstlernamen, weil es da völlig unterschiedliche Bereiche sind, in denen ich schreibe. So, da kam von Liechtenstein einfach so in mein Gedächtnis. Jahre später habe ich erfahren, dass ich in dieser Familie viermal inkarniert war. Diese Entscheidung war also niemals bewusst getroffen worden, sondern sie ist mir eingegeben worden. So ist auch das neue Buch, was ich geschrieben habe, die Jesusbrüder, auch nicht eigentlich mein Produkt, was ich geschrieben habe, sondern ich war nur ein Kanal. Es wurde mir gegeben, ich soll es niederschreiben. Und ich habe halt diese Dinge einfach zusammengefügt. Was sind die Überlieferungen der südamerikanischen Völker? Pharao Thoth ging zum Beispiel, nachdem Ägypten aufgebaut war und dann der Krieg der Götter kam, der wurde leider über Ägypten ausgetragen, so die sumerischen Keilschriften, da haben wir die Verbindung wieder. Denn Marduk aus Babylon, den kannte man in Ägypten unter dem Namen Ra. Es sind ein und die gleichen. Das heißt, wir haben hier eine Verbindung, eine Verknüpfung, die enorm ist. Und dann ging Thoth nach Südamerika. Und man sagt ja selbst in den Überlieferungen, dass sein zweites Kind in Südamerika geboren wurde. Da habe ich dann die Bestätigung gefunden. Und dort kannte man ihn unter Quetzalcoatl und Kukulkan. Der gleiche Typ. Anhängt der gleiche Tim. Ist das gleiche Wissen, die gleichen Mysterien, die gleichen Geheimnisse. Es geht darum, Wissen, Weisheit und Liebe den Menschen zu unterrichten. Und diese Propheten waren immer und immer und immer wieder auf der Erde, um sie uns zu bringen. Immer wieder in verschiedenen Emanationen, in verschiedenen Inkarnationen. Und ja, wenn es um den Ursprung der Menschen geht, dann ist es so, dass das heutige Produkt, das ist meine feste Ansicht, das heutige Produkt tatsächlich eine Vermischung ist. Jeder von uns hat auch reptilianische Anteile in sich. Jeder trägt auch Anunnaki-Anteile in sich.
Die einen waren ein paar Jahre auf den Plejaden, die anderen waren auf dem Orion oder der Venus, wie auch immer. Da bekommen wir so Grundausbildungen, welche Richtung wir gehen, ja, für hier auf die Erde. Und so ist es auch so, dass die Anunnaki und die Reptilianen oder die Reptilianer damit letztlich verantwortlich waren, uns die Emotionen zu verleihen. Das ist doch jetzt grundlegend nichts Schlechtes. Es ist nur die Frage, wie nutze ich es? Das heißt, auch in diesen Bereichen unserer nachhaltigen Schöpfer oder der DNA-Veränderung der Menschen, wir leben nun mal, und das lernen wir zu akzeptieren derzeit in der Dualität und in der Polarität. Noch, das wird sich bald ändern. Aber wir leben nun mal in der Dualität. Es gibt Gut und es gibt die andere Seite von Gut. Und auch bei denen, die uns das Wissen gebracht haben, gibt es Gut. Und nicht so gut. So gibt es auch angebliche Götter, nenne ich es mal, angeblich, und man hat sie als Götter verehrt, aber sie waren alles andere als Götter im klassischen Sinn. Gab es auch die Familienmitglieder, die gut waren, und ein paar, die halt nicht gut waren. Aber deswegen kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Es ist wie bei uns Menschen. Wenn ich einem bösen Menschen begegne, sind deswegen nicht alle schlecht. Das ist Und das richtig. dürfen wir lernen zu verstehen, zu differenzieren, dass auch in dieser Geschichte, in der Historie, auch in den sumerischen Keilschriften, Herrgott, da finden wir die Ursprünge des Alten Testaments, die viel, viel älter sind. Noah heißt in den sumerischen Keilschriften Ziusudra. Ist exakt die gleiche Geschichte, auch mit der Taube und dem Ast und der Arche und mit allem. Man hat die einfach nur abgeschrieben im Alten Testament und hat sie in ein anderes Gebiet verlegt. Ja? Man hat Geschichten geklaut. Es ist alles wesentlich älter, als wir vermuten. Und ich wette, dass auch die sumerischen Keilschriften, die ja das bisher älteste bekannte schriftliche Zeugnis auf der Erde sind, noch lange nicht wirklich die ältesten sind, weil die Menschheit ja schon wesentlich älter ist. Ja, Aber absolut. es sind noch die Zeitzeugnisse, auf die wir halt zurückgreifen können. Alles andere können wir nur hier oben abrufen. Wir haben keine Beweise, keine Frage, ja? Aber wenn ich sehe, wenn wir reingehen und reinspüren und ich viele Mediums dazu schalte und wir selbst auch channeln und viele andere und wir das abgleichen mit dem Wissen, was wir haben, dann muss ich sagen, kommt man am Ende schon auf eine gewisse, auf einen gemeinsamen Nenner, nenne ich es mal. Okay, du, ich habe da jetzt gerade mal eine Frage im Chat. Also erstmal vielen Dank für diese Ausführungen. Es ist, wie gesagt, immens, was du alles an Wissen hast und auch diese ganzen geschichtlichen, verschiedenen territorialen Dinge zusammenbringst. Aber die Frage, die jetzt, die passt jetzt gut dazu, die würde ich dir gerne mal vorlesen. Inwieweit hast du, Hans-Peter, herausgefunden, wie das Binden der Dämonen in den Türmen, über welchen Zeitraum von den Ahnen gemacht worden sein mag. Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, Was? das kannst du nicht verstehen, weil darüber habe ich gerade einen Beitrag auf YouTube gemacht. Ah, Okay. okay. Da ging es Ich um sogenannte dachte, Dämonentürme. du Da geht es um diesen Ring, den ich hier habe. Da geht es um den hast. Siegelring von König David, ja, und König Okay. Salomo. Okay, alles klar. Genau. Also da ging es dann darum, dass ich behaupte und sage, dass gewisse Türme, die errichtet worden sind im frühen Mittelalter und noch vorher, in Wirklichkeit nicht als Geschlechtertürme dienten. Oder als Rückzugsort für Kriege oder wenn Einfälle sind in Städte, wer verbarrikadiert sich in einen Turm, der 4 mal 4 Meter ist und keine Küche hat und nichts und das Ding steckt man in Brand, dann ist der weg. Ja, also diese Theorie ist Unsinn. Und wir wissen und wir denken zu wissen, dass das dort praktisch Art Gefängnisse waren für dunkle Wesen. Dass einfach noch zu gewissen Zeiten Magie, lichte Magie genutzt werden konnte. Wir haben Okay. das auch in deutschen Städten, wir haben das in Regensburg, wir haben das in San Gimignano in der Toskana, diese berühmte Stadt, und an vielen anderen Orten. Ich habe hier noch eine Frage, die ist interessant. Ah ja, das ist auch toll, der Beitrag hier. Angstmacherei auf allen Seiten, um unser Erwachen zu unterdrücken. Vollkommen richtig. Für mich ist auch das Johannesevangelium der Apokalypse erfunden im frühen Mittelalter, um uns zu sagen, die Endzeit wird schlimm werden. Es ist nicht so, das kann ich euch sagen. Wir gehen in eine wundervolle Zeit. Wer oder was sind die Anunnaki? Woher kommen sie und was haben sie hier gemacht? Ja, wer die Anunnaki-Geschichte kennt, ich beschreibe es im Buch ganz genau, ging es darum, dass ihr Heimatplanet auch gefährdet war durch die dunkle Seite
und man monoatomisches Gold gesucht hat und man fand es auf der Erde. Daher kommen diese vielen ursprünglichen alten Höhlensysteme in den Dingen, die oder den Orten, die wir heute als Goldminen bezeichnen. Die fanden da schon fertige Tunnelbauten, die Zehntausende und Hunderttausende von Jahre alt sind. Also wir haben tatsächlich auch die archäologischen Nachweise, dass da welche schon vor Äonen von Jahren gegraben haben müssen. Energieflöcke der Aufmerksamkeit sowieso. Welche Frage hattest du noch gefunden? Also ich habe jetzt mal eine ganz andere Frage, und zwar ist die, ja, die habe ich jetzt mal hier für mich. Und zwar sprichst du zum Beispiel in deinem Buch Gefängnisplanet Erde das geheime Buch des Johannes an, also Book of John. Und du sagst, es handelt von der Entwicklung Gottes, von der vollkommenen Einheit, in der wir ja vorher waren. Wir waren ja völlig verbunden mit dem Schöpfer, bis hin zur Gefangenschaft in der materiellen Welt. Das ist ja auch immer mein, dass ich sage, wir haben uns einfach in dieser materiellen Welt komplett verlaufen. Und, dieses Buch ist aber auch unter dem Namen Berliner Kodex oder Akim-Kodex aufgetaucht. Und es gibt auch eine Akzessionsnummer, und die lautet Papyrus Berolinensis 8502 und wurde am 5. Januar 1896 von einem deiner Vorfahren in Kairo erworben und nach Berlin gebracht. Und dann hast du auch noch dazu geschrieben, wurde dir ein Buch im Original zugespielt, das Evangelium des vollkommenen Lebens. Und du sprichst eben, wie gesagt, von den 12 Smaragdtafeln des Pharao Thoth. Was hat es jetzt genau damit auf sich? Ich meine, das sind ja so Schriften, von denen hat keiner eine Ahnung. Was steht da genau drin? Und sind das wichtige Dinge, die wir wissen müssen? Ist das nicht schade? Ja, das eben, genau. Ich Das kann man doch übernehmen, habe oder? gerade, als du das Book of John erwähnt hast, so ein unglaubliches Pfeifen im Ohr gehabt und meine ganze Haut hat gekribbelt am ganzen Körper, als du den Namen erwähnt hast, Karl Reinhardt, einer meiner Vorfahren. Ich darf es ja eigentlich jetzt sagen, weil ich habe es im Buch Die Jesusbrüder offenbart. Dieser Karl Reinhardt war einer meiner eigenen Vorinkarnationen. Und das Interessante ist, dass der, der das Book of John geschrieben hat, auch einer meiner Vorinkarnationen war. Das ist also spannend, dass wir, dass die Seele oder der Seelenanteil von mir immer auf der Suche nach diesem Buch war. Und er hat es dann 1896 gefunden in Ägypten und nach Berlin gebracht. Er wusste aber nicht, dass er es geschrieben hat. Es war sein innerer Seelenauftrag, dieses Buch wiederzufinden. Und Gott sei Dank steht uns das deswegen heute zur Verfügung. Und das Interessante ist wirklich, ich gehe in diesen gnostischen Text rein und lese ihn und ich weiß, warum auch immer, wahrscheinlich aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, ich weiß genau, was stimmt und was nicht stimmt und was verfälscht wurde und was nicht. Das ist irre. Wenn ich diese Zeilen lese, es geht in diesem Buch, dem Book of John, darum, wie Johannes und Jakobus Jesus Fragen stellen, die wir in den klassischen Bibeltexten nicht finden. Aha, das ist dann so ein Pendant zu den Upanishaden der Veden, wo dann auch Fragen eben zu Füßen des Meisters gestellt werden, die dann aufgeschrieben werden für die Nachwelt, damit sie dann quasi diese ganzen komplexen Dinge auch verstehen können, durch die Fragen, die jetzt in deinem Fall die Jünger gestellt haben. Ich denke sogar, dass in dem Buch mehr Fragen über das Leben beantwortet werden, als die Bibel überhaupt nur hergeben könnte. Warum? Weil wir wissen, dass durch den heiligen Hieronymus die Bibel verfälscht wurde. Es wurde die sogenannte Vulgata erstellt, die Einheitsbibel für die Masse. Man hat die Tierliebe zu Jesus raus, die Tierliebe von Jesus rausgenommen, zu Tieren. Man hat die Frauenrechte rausgenommen, die Rolle der Weiblichkeit, die eine ganz entscheidende ist und war, und auch für die Zukunft. Ohne die Vereinigung der Männlichkeit und Weiblichkeit kommen wir nicht nach vorne. Das Dritte, was man rausgenommen hat, ist die Abschaffung der Sklaverei. Und das Vierte, was man rausgenommen hat, ist die Reinkarnationslehre, die er im Book of John ganz explizit beschreibt. Aber ist das Book of John irgendwo erhältlich? Kann man sich das einfach irgendwo kaufen? Ich habe jetzt gar noch nicht. Ja, du kannst bei Amazon mal googeln. Es gibt verschiedene Abdrucke davon mit Interpretationen von verschiedenen Autoren. Und ob man die Interpretation sich durchlesen mag oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Aber dort sind dann auch diese Texte abgedruckt. Welches hast Und du? man kann sie lesen. Man kann sie lesen. Ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, wie es heißt, weil ich habe so viele Bücher gelesen. Ja. Ich habe es gemacht. Vielleicht kannst du das irgendwann mal nachreichen, dass du uns sagst, welche Version du hast, dann können wir. Eine Version habe ich hier.
Eine Version habe ich hier, genau. Und dieses Buch, das könnt ihr euch ja mal aufschreiben, heißt Interrogatio Johannes und Apokryphon Johannes. Pass auf, Sieht so aus, ist lila. warte mal, Und sag mal vom nochmal. Verlag Edition Oriflamme 2019. Und Okay. das sind die Texte vom apokryphen Evangelium vom Book of John abgedruckt, sowie auch das geheime Buch der Katharer. Das ist auch sehr interessant. Aber die Interpretation, muss ich sagen, ist sehr schwer zu lesen. Ja, aber die Texte an sich, wenn man die sich durchliest, man wird sie auch auf Anhieb nicht immer gleich verstehen. Es gibt Sätze, die liest man viermal, entdeckt jedes Mal neue Facetten und neue Nuancen. Es ist sehr, sehr schön. Okay. Ja, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Auch zum Beispiel, als Johannes und Jakobus Jesus fragen, was kommt denn nach dem Tod? Antwortet er mit der Gegenfrage, was fragt ihr denn nach dem, was anschließend kommt und danach kommt, wenn ihr nicht wisst, woher ihr kommt? Fragt danach, woher ihr kommt und wer ihr seid. Erinnert euch, dann wisst ihr auch, was am Ende kommt. Sehr Es klug. geht immer wieder ums Erinnern. Es geht immer wieder ums Erinnern. Wer sind wir? Wer bin ich? Was ist mein Seelenauftrag? Wozu bin ich hier? Den Sinn meines Lebens erkennen. Deswegen sind das für mich eine der wichtigsten Fragen, die jeder Mensch sich täglich stellen darf. Wer bin ich? Umschreibt euch doch mal. Schreibt auf einen Zettel, wer bin ich? Und wenn der leer bleibt, macht es morgen übermorgen wieder und irgendwann kommt was. Was ist mein Seelenauftrag? Wozu bin ich hier? Nun haben wir ja eine ganz spannende Zeit jetzt generell jetzt mal. Also vielen Dank auch für diese Ausführungen. Das ist es ist so schön, weißt du, weil das ist die Grundfrage schlechthin. Also ich gehe das so mit dir. Also vielen, vielen, vielen Dank, lieber Hans-Peter. Das ist klasse. Und wie gesagt, wir sind jetzt momentan in einer Zeit, wo sich viele fragen, was tue ich hier? Wir haben ja eine Transformationszeit, Zeit des Wandels und was auch immer. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen in 3D, wenn du erlaubst. Und zwar hast du in deinem Buch Freiheit durch Wahrheit festgestellt, dass, ja, das pfeifen ja eigentlich schon die Spatzen inzwischen. Als du das Buch geschrieben hast, war das noch neues Wissen. Aber inzwischen kommt es ja immer mehr raus, also dass zum Beispiel die BRD kein Staat ist, dass wir eine GmbH sind. Auch Sigmar Gabriel hat sich ja dazu geäußert und auch andere Politiker haben sich da schon versprochen, sage ich jetzt mal, dass wir eben ein Unternehmen sind und infolgedessen wir an sich keine Bürger, sondern Mitarbeiter, um das jetzt mal so genau zu sagen. Und dann sprichst du noch ganz explizit über die Geburtsurkunde. Das fand ich auch spannend, die halt quasi die juristischen Rechte an sich, an den Staat dann abtritt. Aber ich habe jetzt eine ganz besondere Frage. Ich habe diesen ganzen Vorbau jetzt deswegen gewählt, damit unsere Zuschauer und Zuhörer mitkommen können bei dem nächsten, was ich frage. Und zwar sprichst du auch in deinem Buch, also nicht nur davon, dass die BRD im Handelsregister eingetragen ist, dass wir noch gar keinen Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen haben, dass wir keine Verfassung haben, sondern nur ein Grundgesetz, dass wir immer noch ein besetztes Land sind. Aber, und da möchte ich jetzt drauf hinaus, am 11. Juli 2013 wurde die Immunität durch Papst Franziskus aller Richter, Staatsanwälte, Banker, Gesetzgeber, Rechtsanwälte und Regierungsbeamten aufgehoben. Das heißt, sie sind per Gesetz persönlich für alles, was sie tun oder unterlassen, verantwortlich. Und das kam nicht einfach nur vom Vatikan, sondern als motu proprio, also als apostolisches Schreiben. Und dann hast du weiter ausgeführt, dass Papst Franziskus außerdem am 18. Januar 2016 zugestimmt hat, dass alle Vermögenswerte der Vatikanbank an die Menschheit zurückgegeben werden. Und der römische Heilige Stuhl hat quasi damit einen rechtlichen Verzichtsprozess abgeschlossen und die Kontrolle über die Menschen abgegeben. Das heißt, alle Menschen sind ausgestattet mit natürlichen, unveräußerlichen Rechten. Und niemand steht zwischen ihnen und dem Schöpfer. Lieber Hans-Peter, das sind wunderbare Nachrichten. Niemand weiß davon. Das würde aber doch bedeuten, wir sind absolut frei. Oder sind Würde es bedeuten. Würde, 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 würde. Also ich mache es mal jetzt so. Sabina, ich sage jetzt einfach, ich gebe mein Schreiben raus
In dem sage ich, ich habe hier 1 Million Euro liegen auf meinem Schreibtisch. Ihr dürft sie euch abholen. Wann keiner kommt, das abholen, liegen sie immer noch in 10 Jahren hier. Das heißt, ein Gesetz zu verabschieden oder ein Motu Proprio zu erlassen, gut und schön. Wenn aber keiner davon weiß in der Öffentlichkeit und es keiner einfordert, wie soll es dann umgesetzt werden? Das ist genauso zum Beispiel, wie wenn das Bundesverfassungsgericht, und das hast du auch gelesen in dem Buch, beschlossen hat, und das war nach der Wende, dass alle Wahlen in Deutschland seit 1956 rückwirkend nicht gültig sind. Hat das irgendwas an der aktuellen Situation geändert? Nein. Warum? Ein Urteil ist ein Urteil. Wenn es aber niemand durchsetzt, dann bringt uns das auch nichts. Ein Urteil zu bekommen, ja, aber es ist ja niemand hinten dran, der es auch wirklich einfordert. Das ist der entscheidende Punkt. Es verlangt ja niemand. Deswegen ist ja deine Aufklärungsarbeit so wichtig. Wenn das jetzt alle wüssten, ich meine, letztendlich könnten wir doch jetzt hergehen und sagen, ich zahle jetzt keine Steuern mehr, weil ihr habt eigentlich gar kein Recht von mir, eine Steuer zu verlangen oder irgendwelche anderen Abgaben. Ich meine, gerade in Deutschland ist ja die Steuerlast mit am höchsten. Und Ja. es ist ja nur ein Ding, von dem wir jetzt reden, was da jetzt gerade in der Politik nicht besonders rund läuft. Hätten wir denn dann auch rein rechtlich eine Chance? Und vor allen Dingen, weißt du, was mich wundert, ist, wenn so ein Motu Proprio von Papst Franziskus kommt, dann müsste, ich meine, gut, es ist vielleicht jetzt naiv gedacht, eigentlich müssten doch, ich wollte sagen, die Medien darüber berichten oder es müsste irgendwo einen Aufschrei geben oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, wir haben in den letzten Zeiten, in den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass es da leider keine Aufschreie gibt. Nein. Schau mal, die andere Seite ist die, auch wenn es kein Grundgesetz wirklich Gültigkeit hat, weil der Gültigkeitsbereich weggefallen ist. Auch wenn, und das wissen wir, ich saß damals neben Michael Ballweg von den Querdenkern am runden Tisch mit für die Berlin-Demos. Er saß einen halben Meter neben mir und ich habe ihm das alles erzählt und er wusste das. Die Anwälte von ihm wussten das auch. Und sie haben gesagt, sie halten daran weiter fest, weil sie die Masse auf ihre Seite haben wollen. Sage ich, wenn ihr die jetzt anlügt, könnt ihr diese Lüge irgendwann ausbaden. Da mache ich nicht mit. Und das ist ja irgendwann auch passiert. Und sie wollten nicht hören, sie waren auch instrumentalisiert. Die Leute, die wollen es nicht, sie wollen es nicht. Auch diese Bewegung war gesteuert von oben, die war auch unterwandert. Und es ist deswegen so schwierig, weil die Menschen, die sind verunsichert. Da erzählt mal einer was, weil er irgendein Buch von Peter Freiherr von Liechtenstein oder Jan van Helsing oder was auch immer gelesen hat und erzählt so eins, zwei Aspekte dem anderen. Und dann ist man dann so hin und her gerissen, ja, ist da was dran, ist da nichts dran? Die Leute sind einfach verunsichert, weil beide Seiten unterwandert sind. Das ist natürlich ein großes Problem. Deswegen habe ich ja bei Freiheit durch Wald alles durch Gesetze hinterlegt. Ich habe das ja alles relativ gut bewiesen. Ja, selbst die Einträge bei JUPiG, also die Einträge der BRD im Register, habe ich offengelegt. Jedes Gericht Deutschlands, jede Polizeistation, jedes Rathaus hat eine eigene Umsatzsteuernummer und ist als GmbH im Internationalen Handelsregister gemeldet. Ja, das heißt, wenn du auf ein Gericht gehst, ist es eine Freiwilligkeit, eine private Gerichtsbarkeit. Sie hat keine Staatlichkeit und keine Rechte, dich eigentlich zu zitieren. Sie sind darauf angewiesen, dass wir es einfach tun, auf die sogenannte Einlassung. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Pass auf. Ich erkläre es mal so. Das, was gerade in Deutschland läuft, ist alles rechtswidrig oder in Europa. Alles, das, was die UN macht, ist alles rechtswidrig. Auch völkerrechtswidrig. Aber warum läuft es trotzdem? Ganz simpel. Du gehst in einen Turnverein rein. Und dieser Turnverein hat eine Satzung meistens, richtig? Hat jeder Verein. Und die unterschreibst du. Das ist die Satzung. Jetzt gehst du 4 Wochen in Urlaub nach Bali. Dann kommst du schön erholt zurück. Dann gehst du in die Turnhalle und möchtest an deinem Turnverein wieder weitermachen. Und dann guckst du ganz blöd, weil in der Halle auf einmal alle völlig splitterfasernackt stehen und alle nackt turnen. Und dann sagst du, was ist denn hier los? Ja, du, wir haben die Satzung geändert, weißt du das nicht? Ab jetzt turnen wir alle nackt. Ja, dann sagst du, ja, aber das hat mir keiner gesagt. Doch, doch. Wir haben die Satzung doch geändert und du hast eine E-Mail bekommen. So wie Banken ja auch bei den Updates der Geschäftsbedingungen, Amazon, Netflix, alle schicken dir eine E-Mail. Und der Punkt ist der, wenn du innerhalb von 14 Tagen nicht widersprichst, ist es eine Einwilligung.
Stillschweigen ist immer Zustimmung. Das heißt, du hast zugestimmt. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Bleib im Verein und dann tust du halt auch nackt oder geh raus. Aber du bist drin. Du hast die Satzung unterschrieben. Und das ist das, was in der BRD und in anderen Ländern passiert, dass wir mit der Beantragung unserer Personalien diesen Bedingungen, diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt haben. Dann kann das ein rechtswidriges Konstrukt noch und noch und nöcher sein. Wir haben Ihnen ja trotzdem zugestimmt. Okay, aber was ist dann die Lösung, Hans-Peter? Ist es, ich meine, jetzt wissen wir es, es macht die Sache jetzt gerade nicht einfacher, ne? Nein, es macht die Sache derzeit nicht einfacher. Es gibt doch wenig Lösungen, die ich bieten kann. Das, was ich bieten kann, ist, dass die Menschen, das habe ich ja in meinen Seminaren auch gemacht und derzeit biete ich das ja auch noch an, dass die Menschen sich eine Art Paket erarbeiten können zur Herstellung der eigenen natürlichen rechtsfähigen Person. Dazu muss man aber einiges an Unterlagen aufbereiten, sich besorgen und muss aber auch eigene Dokumente erstellen und muss auch leider nach Malta fliegen zum Beispiel. Und die musst du dort von einem Notar beglaubigen lassen und vom dortigen Außenministerium apostillieren lassen. Wenn das rechtswidrig wäre, würden die das nicht tun. Ja, so, es ist aber so. Das kann man machen. Man kann es auch sein lassen. Für diejenigen, die sagen, ich möchte diesen inneren Prozess auch durchleben, ist es ein schöner Weg und ein guter Weg auch, weil es so eine Art Befreiungsschlag ist. Es bringt dir aber im System erst einmal nichts. Nur wenn dieses Thema kippt, dann hast du deine Nachweise alle liegen. Dann hast du die im Safe liegen und kannst alles offenbaren. Die andere Seite ist die, wie gehe ich damit menschlich um? Wie gehe ich damit geistig um? Ich kann es einfach nur so sagen, wie es ist. Macht mit oder geht raus. Das bedeutet nichts anderes als derjenige, der sagt, ich habe diese knapp 80% Steuern satt, die ich bezahlen muss, wenn ich nach meinem Nettogehalt noch die Erdölsteuer dazu rechne, die Tabaksteuer, die Mehrwertsteuer und allem, was wir so noch bezahlen. Kommen wir auf knapp 80%. Ich möchte die nicht mehr bezahlen. Punkt. Dann bleibt euch nur eine Lösung, den Kriegsschauplatz verlassen erst einmal. Wenn es auf bedingte Zeit ist, den Lebensmittelpunkt verlagern. Das wäre die entspannteste Lösung, anstatt in den Krieg zu gehen. Es gibt viele Menschen, die können das nicht, ja. Es gibt aber auch viele Menschen, die können es. Zum Beispiel Menschen, die online arbeiten, die können von überall auf der Welt arbeiten. Menschen, die wie du und ich Bücher schreiben oder Freiberufler sind. Ah, ja. Es gibt eine Wegzugsteuer und die ist hastig. Also die ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Also du verlierst ziemlich Vermögen, wenn du einfach in ein anderes Land ziehst. Ich weiß, mittlerweile gibt es Wegzugsteuer, ja. Aber auch da gibt es Wege, die nicht bezahlen zu müssen. Aber gut. Die Darf nächste ich mal kurz reinfragen? Entschuldige, wenn ich dich nochmal unterbreche, aber du hast vorhin gesagt, du kannst quasi den Leuten Hilfestellung geben, wenn jemand sich zu diesem Schritt entscheidet. Ja, da gibt es diese Webseite von mir, Freiheit durch Wahrheit, da könnt ihr euch gerne mal erkundigen. Da biete ich erstmal dazu ein ganz günstiges Seminar an. Das geht so 2,5 Stunden. Einfach nur mal anschauen. Da erkläre ich das alles ganz genau. Und wenn dann wirklich so ein Interesse besteht, dann kann man immer noch auf mich zukommen. Aber erstmal nur mal anschauen. Ja, aber dennoch ist es so, ich meine ganz ehrlich, wir haben hier ganz viele Nachbarn. Ich habe Freunde. Ich bin damals, als ich nach Südamerika ging, mit über 50 Leuten, fast 50 Leuten hierher gekommen, die mich gut kennen. Hab die alle mitgeschleift. Okay. Die wollten alle mit. Und davon sind fast alle noch hier. Und damals, muss ich dazu sagen, vor 3 Jahren war es aber auch wirklich noch so, dass du dein Haus wirklich gut verkaufen konntest, dass die Immobilienpreise noch stabiler waren als jetzt. Ich weiß das, dass es jetzt ein bisschen schlechter aussieht, aber die können von dem Erlös von ihren Häusern zum Beispiel, kannst du dir hier 5 bauen, ja? Und immer noch 20 Jahre von dem Geld leben. Also es ist aber immer das Problem, dass die Menschen ungerne Veränderungen haben oder loslassen können, damit sich neue Türen öffnen. Das ist ein persönlicher Transformationsprozess von jedem Einzelnen. Und es muss eine stimmige Entscheidung von jedem Einzelnen sagen. Ich von meiner Seite her und die unserer Freunde, die mit uns hier sind, muss ich sagen, war es die beste Entscheidung unseres Lebens, weil hier ticken die Uhren anders. Ich habe früher wirklich auch in meiner Praxis von 8:30 Uhr morgens bis 8:30 Uhr abends gesessen. Ich habe meine Kinder kaum noch gesehen. Nur am Wochenende. Ich konnte meine Kinder nicht ins Bett bringen. Ich hatte nicht viel Gemeinsamkeit mit meiner Frau, weil ich einfach auf der Arbeit war. So, und diese 8 bis 10 Stunden oder mehr, die man weg ist,
Warum gehen wir nicht wieder dahin zurück, wo unsere alten germanischen Vorfahren waren? Die arbeiteten 3 bis 4 Stunden pro Tag. Der Rest wurde verbracht mit Dichtkunst, Poesie, Beten, Gemeinschaft, Feiern, Tanzen, Lagerfeuer machen, spiritueller Austausch. Ja, so. Warum nicht wieder dahin? Es ist, wenn wir 3 bis 4 Stunden, da gibt es Studien darüber, erwiesen, dass für alle Menschen auf der Erde genug da ist. Wenn wir die Gier mal weglassen. Und das Verteilungsproblem. Also warum organisieren wir uns nicht in Gemeinschaften, und wenn es auch kleinen sind, in denen wir das wieder anfangen zu leben, als Lösung für die Zukunft? Das wird dahin gehen. Und hier habe ich das Privileg, wirklich so zu arbeiten, wie ich das für mich für richtig erachte. Meine Kinder erlebe ich wirklich groß werden. Ich kann sie miterziehen, spirituell miterziehen, gemeinsam Gebete machen. Wir haben eine schöne Zeit. Das ist unbezahlbar. Das ist so unbezahlbar. Du kannst damit nichts bezahlen. Und alle diejenigen, die immer sagen, ich würde ja gerne ins Ausland oder weg oder was auch immer, aber ich kriege ja für mein Haus jetzt nicht mehr viel Geld. Dann sage ich, ja und? Dann sind es halt 100.000 weniger als vor 3 Monaten oder vor einem Jahr. Aber es reicht doch immer noch, um dir ein neues Leben aufzubauen. Wir müssen lernen, mal loszulassen, auch vom Materiellen in gewisser Weise. Klar sind wir mit einem Bein noch in der materiellen Welt, immer noch, auch wenn wir noch so spirituell sind. Auch hier kostet der Strom Geld, auch hier kostet das Wasser Geld. Ja? Aber ich habe zum Beispiel in dem Land, in dem ich lebe, einen Maximalsteuersatz von 10%. Ui, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ne? Und auch nur auf ausländische, auf inländische Einkünfte, auch nicht auf ausländische Einkünfte. Das, was ich mit meinen Büchern in Europa verdiene, ist hier steuerfrei. Okay, ich meine, klar. Wir können es ganz anders agieren. Das heißt, wir können, und das ist das Wichtige, wenn einer in Europa bleibt und die 80% Gesamtsteuerlast oder wie viel auch immer er bezahlt, weiter bezahlt, dann bitte, bitte, bitte hört auf zu meckern und jammern. Es bringt euch nichts. Es bringt euch weder geistig, spirituell noch menschlich vorwärts. Ihr werdet im Leid gehalten und im Mangel. Entweder ändert ihr für euch persönlich etwas und verlasst erstmal den Kriegsschauplatz oder ihr akzeptiert es einfach und macht das Beste draus. Dann müsst ihr halt manifestieren, müsst euren Schöpfer wieder darum bitten, wenn der Strom jetzt um 20 Cent pro Kilowattstunde erhöht wird, dann gebt mir bitte das Geld, liebes Universum, damit ich es zur Verfügung habe, damit für mich gesorgt ist und wohlgesorgt ist. Mhm. Aber mit einem Mangelgedanken kommen wir nicht vorwärts. Und das ist der, der künstlich erzeugt werden soll. Wir sollen ja an diesem Mangelgedanken bleiben, den es eigentlich gar nicht gibt. Das ist eine Illusion. Ja, du sprichst ja auch davon, dass die ganzen alten Kirchtürme und so weiter, da war mal freie Energie, das war ja alles schon da. Ich meine, wir sehen ja jetzt auch alte Bilder, die hast ja du auch gezeigt, von voll erleuchteten Städten um die Jahrhundertwende herum, wo dann auch die freie Energie noch zur Verfügung stand und dann irgendwie verschwunden ist. Aber das war sehr, sehr gut, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man einfach jetzt mal auch eine klare Entscheidung für sich trifft. Und sage, gehe ich entweder irgendwo anders hin, dann brauche ich auch nicht mehr jammern oder ich bleibe hier und brauche dann auch nicht mehr jammern, weil genau das Jammern uns in diese falsche Energiewelle bringt. Ja, in die Selbstverantwortung kommen. Aber siehst du jetzt auch einen bestimmten, weil du vorhin auch die Germanen angesprochen hast, wir sind ja das Volk der Dichter, der Philosophen. Natürlich. Und ich erinnere mich an eine Stelle auch in deinem Buch, wo du von diesem, wie hieß er, Friedman erzählt hast, der diese Rede hielt, ich glaube, das war 1961 im Hotel Willow. Und da ganz klar ausgeführt hat, dass es auf die Deutschen abzielt. Was ist mit den Deutschen? Warum haben die so eine wichtige Rolle? Und was können wir tun, wir Deutsche, um quasi wieder zu unserem... Ja, sagen wir mal, geraden Rücken zu kommen, aufrecht zu stehen. Was hat das mit den Deutschen zu tun? Ja, guck mal, jetzt, ich habe mal eine Frage in den Raum. Schaut mal bitte ins Internet bei Wikipedia zum Beispiel nach den deutschen Tugenden, was da steht, welche Eigenschaften dort aufgeführt sind. Dann gibt es ja diesen berühmten Spruch, am deutschen Wesen wird einst die Welt genesen. Es geht nicht an Deutschland, das heißt am deutschen Wesen. Es geht um die Eigenschaften, es geht um die Werte, die vermittelt werden. Nicht um das Land, weil das Land Deutschland ist relativ. Dazu zähle ich auch Belgier, Franzosen, Holländer. Es ist ja alles vermischt mittlerweile. Es geht um das Gedankengut. Das Gedankengut, der Denker, der Dichter. Oder wie es Winston Churchill einst äußerte, es ging niemals um A.H.
Es geht immer darum, den Geist Schillers endgültig zu zerstören. Ja, aber warum? Warum gehen die so auf uns los? Oder auch auf diesen Du, was? Geist? Also sag mal nicht uns, sondern auf diesen Geist. Was macht denn ein Geist, der voll Edelmut steckt? Der bringt Licht in die Welt. Der bringt Heilung in die Welt. Der trägt sein Herz in die Welt. Und genau das soll verhindert werden, damit die dunkle Seite die Macht hat und die Oberhand. Und dieses Spiel läuft seit Menschengedenken. Licht gegen Finsternis. Ist ein ganz simples, einfaches Spiel. Good Cop, Bad Cop. Und man hat deswegen auch die Geschichte massiv verfälscht. Seit Jahrtausenden, um uns im Dunkeln zu halten, um uns klein zu halten. Weil, warum auch immer, tatsächlich die deutschen europäischen, über, mach ich mal größer, deutschen Völker und Stämme waren und sind nun mal schon immer diejenigen, die auch für das Licht stehen. Für sie, für die Dichtkunst, für all das. Wir wissen, die. Wir wissen, wir denken immer so an Griechenland, wenn wir so an Sokrates, Platon denken, an die Denker und Dichter. Heute denken wir da eher an Griechenland statt an Deutschland oftmals, ja? Dabei haben wir wie Schiller, Goethe und so weiter, Nietzsche. Aber der Punkt ist der, wenn wir wissen, dass 1200 vor Christus Griechenland von Deutschen besiedelt wurde, wo kommt der Geist her? Das ist ja erstaunlich, das wusste ich gar nicht, Hans-Peter, das ist mir neu. Toll. 1223 vor Christus war Griechenland, das ist nachgewiesen, fast zu 97% entvölkert. Es war eine große Naturkatastrophe gekommen durch den Einsturz eines Himmelskörpers und auch die kretische Flotte, alles war vernichtet. Und die Philister und die alten Kelten sind damals ausgewandert von der Nordostsee Richtung Süden und Südosten. Darüber berichte ich in meinem Buch, wenn das unsere Ahnen wüssten, ganz genau mit allen Nachweisen. Wir wissen zum Beispiel, dass 1200 vor Christus die Eisenzeit offiziell heute am Mittelmeer beginnt, 1200 vor Christus. So unsere aktuelle Schulgeschichte. Wenn wir aber jetzt mal gucken, finden wir an Nord- und Ostsee alte Schmelzöfen für Eisen, die bereits schon 5000 vor Christus da waren. Hunderte. Tausende. Das heißt, durch diese Völkerwanderung 1200 vor Christus hat man die Eisenverhüttung mit an das Mittelmeer genommen und hat es dort etabliert. Nichts anderes ist passiert. Sie begann nicht 1200 vor Christus dort. Sie wurde dorthin gebracht 1200 vor Christus von unseren eigenen Vorfahren. Ja, und so beschreibe ich relativ viel in dem Buch darüber. Da geht es um Atlantis, die Nachfahren von Atlantis, die entsprechenden Nachweise. Da zitiere ich Tacitus, Homer, Platon, viele, viele andere Überlieferungen und füge da die Puzzlesteine zusammen über das sogenannte, wie es Rudolf Steiner machte. Er sagt ja, wir leben in der nachatlantischen Epoche und ich bezeichne uns auch als nachatlantisches Volk. Und ich kenne, das ist bei ganz vielen Menschen auch, die wieder alle hier in Europa inkarnieren, bei ganz vielen haben wir immer wieder atlantische Vorinkarnationen, die wir sehen. Bei ganz, ganz vielen. Ja, da scheinen schon sehr viele von uns gewesen zu sein und ein Teil dessen gebildet zu haben. Und selbst die Griechen sagen, dass Apollo, Gott Apollo, ihnen das Wissen und die Weisheit gebracht hat. Und Apollo soll auf Singschwänen, haben wir heute noch als Wahrzeichen von Atlantis und Helgoland, der Ostsee, auf Singschwänen aus der Nordsee kam. Apollo kam aus der Nordsee, sagen die Griechen, und hat ihnen das Wissen gebracht und die Weisheit. Und wir können es den Griechen dann Gott sei Dank verdanken, dass sie praktisch dieses Gedankengut weitergeführt haben. Wir können es den Veden verdanken, dass sie dieses nachatlantische Wissen bewahrt haben, die selbst auch von sich sagen, dass sie aus dem Osten abstammen, aus dem Westen abstammen, von dort aus gesehen. Also es scheint der Ursprung in vielem aus unseren Bereichen zu kommen. Man hat das alles verfälscht, man legt die ersten Menschen nach Afrika. Und all diese Geschichten, die man uns erzählt, die Bibel will die Menschheit auf 6000 Jahre Geschichte reduzieren. Und der ewige Krieg der Hebräer gegen die Philister, die ja die europäischen Völker sind, also die alten Germanen im Grunde genommen und Kelten, das waren die Philister, das war Goliath. Und so geschieht dieser Krieg gegen die europäischen Völker und Stämme seit Jahrtausenden, weil man nicht möchte, dass sich diese Eigenschaften etablieren. Was davon heute noch übrig ist, liebe Sabina, das ist eine andere Frage. Ja, das Aus kommt. dem Deutschen,
Was an deutschen Werten heute noch in Deutschland gelebt wird, ist sehr traurig. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Diese Werte, auch wenn sie aktuell nicht mehr viel gelebt werden und in der Masse, sind dennoch in dem Geist des Kollektivfeldes über Europa gespeichert. Sie sind nur, ich nenne es mal, wie Blendgranaten oder dunkle Wolken überlagert. Und wenn wir wieder ins Licht gehen, alle, und kollektiv, im Zuge der kosmischen Bewusstseinsanhebung, die gerade stattfindet, dann wird sich das auch wieder in der Seele der Europäer offenbaren. Eine Frage der Zeit. Deswegen sehe ich das positiv. Erstmal große Hochachtung vor deinem Wissen. Ich staune nach wie vor, dass du das alles so wirklich zusammenbringst, weil es ist ja, geht ja nicht nur um das Wissen als solches, sondern wirklich auch dann um das Zusammenfügen. Wenn ich das mal auf einen Punkt herunterbrechen darf, lieber Hans-Peter, weil das hat mich jetzt sehr berührt, was du auch gesagt hast über die europäischen Völker, über die Germanen und über was auch alles da jetzt mit zusammenhängt. Und das Licht, das die quasi in sich getragen haben oder in sich tragen, all das ganze Urwissen, dann merke ich eins, dass wir, wenn wir dem Pfad der Liebe weiter folgen, also nicht nur dieses Licht- und Liebe-Geschwafel, was ich immer sage, das bringt Genau. überhaupt nichts, nur mit Tralala und Keep Smiling, sondern wirklich eine echte Liebe in Bezug auf die Frage, die du vorhin auch so wunderbar in den Raum geworfen hast, nämlich, wer bin ich? Denn da finde ich eben genau zu dieser Liebe, dass wir aber trotzdem auf dem absolut richtigen Weg sind. Viele von uns, alle, die jetzt zum Beispiel hier bei diesem Talk dabei sind, gehen diesen Weg. Und da gebe ich dir 100% recht, dass wir da wirklich auf einem super tollen Pfad laufen und auch immer mehr werden. Das Gefühl habe ich trotzdem. Du hast irgendwann mal im Laufe des Gespräches erwähnt, dass die Zeit, ich nenne es jetzt mal die Zeit der Erlösung, bald kommt. Hast du da irgendwelche Hinweise durch Ja. deine Führung? Ja, da hätte ich ein paar Antworten zu. Wir haben sogar ganz kurz hier eine Antwort. Da hat jemand einen Link eingestellt, wo man das Book of John lesen kann und runterladen kann. Ah, die Ja. Matrix-Blogger. Meine Nachbarn, die wohnen hier 100 Meter entfernt von mir. sehr lustig. Okay, gut. Dann ist das aber geklärt. Sehr, sehr schön. Ja, folgendes. Schau mal. Ich erkläre es jetzt mal ganz neu. Noch nie da gewesen, für viele. Ich habe in vielen meiner Videos beschrieben, und die meisten von euch kennen das auch, ihr kennt ja diese Satya-Yoga, Kali-Yoga, Dwapar-Yoga und so weiter, diese Zeiten. Wir kennen das im Europäischen mit bronzener, silberner, eiserner und goldener Zeit und so weiter. Auch die Hopis haben ihre vier Zeiten, die Mayas und so weiter. Seit 2012 wissen wir, ist der Wandel da durch den Maya-Kalender. Und. Aber viele und die meisten sind immer noch auf dem Trip zu sagen, ja, wir gehen jetzt in die neue goldene Zeit, ins Satya-Yoga wieder rein oder in die goldene Zeit im Europäischen genannt. Die nächsten paar tausend Jahre wird es wieder sehr lichtvoll. Ich will dem nicht widersprechen, weil das wird auch so kommen, aber nicht im Zuge dieser Zyklen, denn sie wird es nicht mehr geben. Die ganze Erde hat bisher immer, war sie diesem Zyklus unterlegen. Dieser Zyklus hat 25.920 Jahre. Der beinhaltet alle vier Zeiten. Das sind nur ein platonisches Erdenjahr. So lange braucht die Erde praktisch, um einmal durch alle 12 Tierkreiszeichen zu laufen, alle Qualitäten. Genau, und was du sagst, was auch auf den alten Karten und alten Turmuhren noch zu sehen ist. Und jetzt kommt das Spannende. Das ist jetzt vorbei. Das, was jetzt passiert, ist ein einmaliges Ereignis, das stattfinden wird, dass die Erde von 3 auf 5D angehoben wird. Für Und dich. damit wird es diese Zyklen nicht mehr geben. Genau. Dann wird alles anders sein. Und da habe ich ein interessantes Buch gelesen von Julien, Das Sonnenkind heißt es. Das ist von einer Italienerin. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja, ich weiß, ich habe es auch gelesen, das Sonnenkind. Ja. Juliana Juliana. Conforti. Ja, genau. Die Das ist ein mit. sehr interessantes Buch, weil sie zeigt es auch, das Erdmagnetfeld, auch die Karten, die sie zeigt, wo es am geringsten ist, ist tatsächlich das Gebiet, in dem wir gerade hier leben. Und das erleben wir auch täglich.
dass die spirituelle Anbindung zur Schöpferquelle hier viel stärker ist als in Europa. Das hängt mit dem Erdmagnetfeld zusammen. Und es gab mal ein interessantes Video von Dieter Broers, der einen russischen Wissenschaftler zitierte, und ich habe dann mal das alles nachgeforscht, der tatsächlich mit fast 30.000 Probanden diese Probanden vom Erdmagnetfeld abgeschirmt hat. Und sie konnten alle innerhalb von Minuten telepathisch kommunizieren. Wenn also der Erdmantel, dieses künstliche Erdmagnetfeld, ich nenne es mal die Illusion, der falsche Himmel, wie auch immer wir es bezeichnen, das Teufelsmäntelchen fällt, könnten alle Menschen über Nacht telepathisch kommunizieren. Das wäre der absolute Wahnsinn, weil wir jede Lüge von jeder Wahrheit unterscheiden könnten. Ja. Und Und ja. du sagst, es ist ein plötzliches Ereignis. Es wird ein plötzliches Ereignis geben. Das wird sich exponentiell und irgendwann sein. Hier steht, die Zeitlinien werden geeint. Genau, dann steht unten, spaltet sich dann die Erde in zwei Zeitlinien. Nein. Es ist so, das war, bisher gab es mehrere Zeitlinien und das Projekt Looking Glass hat gezeigt, dass alle Zeitlinien, alle Parallelrealitäten, die man erschaffen könnte und kann, nicht mehr existieren. Jetzt läuft alles in einem Bündel zusammen und das zeigt uns auch, dass das das Ende ist. Und jetzt kommt dieser Bewusstseinsaufstieg im Kollektiv. Alle Zeitlinien laufen zusammen. Und damit ist das Ende unabänderlich. Das heißt, die dunkle Seite, und das ist die tolle Botschaft, die geniale Botschaft, die dunkle Seite weiß schon lange, dass sie verloren hat. Sie wissen das alles selbst. Und jetzt kommt das nächste Problem, das sie haben. Das ist so abgefahren. Die haben über Jahrtausende, haben die sich selbst durch Schwarzmagie immer wieder in eigenen Familien inkarnieren lassen, damit sie weiter ihr Spiel forttreiben können. Da aber, schwarze Magie hat einen Preis. Da entsteht eine Kollektivgeschichte, eine Kumulativgeschichte draus. Und auch diese Menschen und diese Seelen werden irgendwann ihre Rechnung bezahlen müssen vor dem Schöpfer. Oder vor sich selbst. Die haben ihren Kassenzettel, den sie abgeben müssen. Und die wissen leider, das Spiel, das sie über Jahrtausende trieben und immer wieder in den gleichen Familien zu inkarnieren, ist jetzt rum. Das ist die letzte. Jetzt kommt die Quittung. Und davor haben sie panische Angst. Und deswegen reißen sie noch so viel Liebe in den Abgrund, wie sie können. Und deswegen, liebe Leute, lehnt euch zurück und geht wieder ins Gottesvertrauen. Nicht, dass ihr euch zurück in den Popcorn isst. Das ist so eine Q-Geschichte. Nichts tun und zugucken ist auch die falsche Lösung. Ja? Schon aktiv im spirituellen Aufstieg sein. Das geht durch Selbstverantwortung übernehmen, nicht auf andere schieben. Die machen es schon. Ja, sondern aktiv dabei sein und wenn es durch Meditation ist oder in Kreise bilden, ja, und Gebete, was auch immer und wie auch immer, jeder hat seine eigenen Wege dazu, aber tragt euren persönlichen Teil dazu bei, durch Friede, durch Freude, durch Gemeinsamkeit mit anderen Menschen, Dinge zu teilen, Wissen zu teilen, Gesprächsrunden drüber zu gründen oder auch mal ein Buch von mir oder von dir gemeinsam lesen in der Gruppe oder von anderen tollen Autoren. Einfach was dafür tun, das ist wichtig, weil das gibt die entsprechende Energie ins Kollektivfeld. Und damit wird das Kollektivfeld immer lichter. Und wenn es immer lichter wird, wird die Übergangszeit auch noch schöner für uns. Wir tun uns nur selbst einen Gefallen damit. Aber das ist wirklich Last Man Standing jetzt. Das ist die Apokalypse. Aber nicht wie bei Johannes. Viel schöner. Natürlich hat es einen Preis. Jetzt kommen wir dazu. Menschen, die nicht, ich drück's mal so aus, Menschen, die nicht höher schwingen wollen, Menschen, die sich auf 3% Materie konzentrieren wollen und die 97% des Kosmos nicht begreifen möchten, nicht bereit sind, es in sich aufzunehmen und an sich zu arbeiten, die werden von dieser Erde gehen müssen, laut dieser These. Aber als nur in körperlicher Form natürlich. Die Seele existiert ja weiter, sie ist unsterblich. Sie kann aber auf der Erde nicht mehr weiter existieren, wenn sie auf 5D geht, weil sie zu hoch schwingt für diese Seele, die nicht nachkommt. Sie wird dann woanders inkarnieren, in einem anderen Planetensystem oder was auch immer, um ihrer eigenen Entwicklung gerecht zu werden. So könnte man es sagen. Nur halt woanders, ganz klar. Das heißt, jeder findet seinen Platz im Universum. Und die, die mitgehen, die bleiben halt hier und sorgen dann für diese wunderschöne neue
Zeit. Wunderbare Worte. Die würde ich gerne so stehen lassen. Oder Einfach. wie die Nadja hier geschrieben hat, raus aus der Angst. Ganz klarer Fall, ja und Genau. nochmals. Angst ist der Widersacher zur Liebe. Aber das war jetzt ein so toller Abschnitt, lieber Hans-Peter. Da könnte ich dich wirklich ganz, ganz dick drücken dafür, wenn Ich du sage nichts perfekt Neues, liebe wärst. Regina. Weil das, weißt du, das ist so das, was wir innerlich alle spüren. Und es tut dann so gut, wenn das jemand auch dann einfach mal verifiziert, in Anführungsstrichen. Wir wissen, was Verifizierung wirklich bedeutet, aber es ist einfach so ein tiefes, intuitives Wissen, das wir alle haben. Und du hast es ausgesprochen. Du hast es jetzt einfach nochmal gesagt. Und ich könnte dich wirklich küssen dafür, weil das ist ja genau das, was wir jetzt auch machen können. Einfach in dem Positiven bleiben, in der Liebe bleiben, das voranbringen, den Mut nicht verlieren. Also ich wiederhole eigentlich das, was du jetzt gesagt hast, aber es ist wirklich, wirklich wunderbar. Danke Ich dir glaube, dafür. in unserem Herzen fühlen wir das Gleiche und denken alle gleich. Ja, Absolut. auch wenn ich jetzt der bin, der es ausspricht, aber ich glaube, da ist die ganz 100% Resonanz da. Wofür ich jeden Tag bete, sind wirklich drei Worte momentan. Das ist Reinheit, Klarheit und Wahrheit, weil die muss jetzt ans Licht und sie wird ans Licht kommen. Wir brauchen die Reinheit, wir brauchen die Klarheit und wir brauchen die Wahrheit zum Erkennen von dem, was um uns herum ist, was in uns ist, um es in Abgleich zu bringen, damit wir unseren inneren Reichtum wieder leben können. Und ich Exakt. glaube, dann haben wir es. Und es ist ja allein schon, wenn ich mir gucke jetzt in dem neuen Jesusbuch, was ich geschrieben habe, denn Band 2 kommt dieses Jahr noch raus, wenn die Menschen erfahren, dass sich die meiste Geschichte in Europa abgespielt hat, dass das Abendmahl von Herodes in Wien stattfand, wo der Kopf von Johannes dem Täufer serviert wurde. Wir haben alte, uralte Ölgemälde, in denen wir das Wappen der Austria Romana sehen und, wo wir die Bestätigung von Dingen wussten, die wir schon lange wussten. Es ist irre. Wenn die Menschen wüssten, was da wirklich dahinter steckt, warum sie verfolgt wurden und. Und das offenbare ich ja in diesem Buch. Und das bringt die Kirchengebäude ins Einstürzen auf Dauer. Wirklich. Und ich bin auch überzeugt, dass die derzeitige katholische Kirche den letzten Papst haben wird, den sie aktuell hat. Wir gehen in eine völlig, völlig neue Zeit, in der wir nicht mehr eine Kirche benötigen, um Kontakt zur Schöpferquelle aufzunehmen, sondern wir können es jeden Tag von da aus, wo wir sitzen, und wir werden es erkennen. Wir werden es lernen. Und wir brauchen auch keinen Mittler mehr. Wir brauchen auch niemanden, der uns Ablassbriefe verkauft. Im Gegenteil, wir können direkt selbst Kontakt aufnehmen. Wir müssen es nur zulassen. Wir brauchen diese ganzen Gebilde nicht mehr. Das stimmt. Und das ist ja auch das, was du unter Eigenermächtigung dann verstehst. Genau. Genau. Aber welche Rolle spielt dann Papst Franziskus, der ja diesen Ablass geschrieben hat, diesen Motu Proprio? Ich meine, das ist ja an sich für die Menschheit. Da kann man jetzt mal drüber nachdenken. Ist es praktisch eine Bankrotterklärung, ein Zugeständnis, dass das Ende der katholischen Kirche kommt und sie wissen es? Ich meine, ich erinnere mich an das Video, in dem vom letzten Papst schon Testläufe gemacht wurden, wo er am Balkon stand. Ich glaube, die Osterrede war es oder irgendwas. Und dann wieder runterging von der Treppe und da war er plötzlich im Nichts verschwunden. Da hatte man schon Hologramme eingesetzt. Man hat es ja mit der Queen auch gemacht vor kurzem in London, die in der Kutsche durch London fuhr und es war in Wirklichkeit noch Hologramm drin und die Menschen haben es nicht gewusst zum großen Teil und dachten, die sitzt wirklich drin. Was gaukeln Sie uns noch in der nächsten Zeit vor? Gibt es Papst Franziskus überhaupt noch oder wie lange gibt es ihn noch oder werden Sie ihn in Hologramm einsetzen, um das Konstrukt der Kirche in die Länge zu ziehen? Ich weiß nicht, was kommen wird. Werden die Geheimarchive des Vatikans irgendwann offenbart werden, indem all das bestätigt wird, was wir nicht eigentlich schon intuitiv wissen? Und ich bin gespannt auf diese Zeit und ich glaube, es ist ein wunderbares Gefühl, genau jetzt in dieser Zeit wieder inkarniert zu sein für uns alle, weil wir Teil dieser spektakulären und biblischen Veränderung der Erde sein dürfen. Und das erfüllt mich wirklich mit, ja, das macht mich wirklich, es macht mich glücklich, ja, zu wissen, was da auf uns zukommt. Und ich habe es gestern wieder bei einem anderen Interview gesagt, als meiner Frau und mir, wir letztens wieder mit Jesus unterhalten haben, und also mit meinem geliebten Bruder, und er gesagt hat, Hans-Peter, Stefanie, auf euch werden so viele Wunder die nächsten Jahre zukommen, das könnt ihr noch nicht begreifen, ihr könnt es noch nicht fassen. Es wird so viel passieren.
wie ihr jetzt noch nicht fassen könnt. Tut es mir nach und tut Größeres. Und ich glaube, das kommt. Das ist schön. Das ist schön. Dafür sind wir ja auch hier. So, so toll. Hans-Peter, ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast. Ich habe noch ein bisschen Fragen drin, aber die können wir vielleicht dann auch auf ein zweites Interview schieben. Da geht es zum Beispiel um die flache Erde. Da habe ich irgendwo eine Frage jetzt gelesen. Aber sollte es jetzt zu weit führen, würde ich sagen, wir machen einfach Schluss für jetzt und organisieren dann lieber mal nochmal einen neuen Talk mit neuen Themen. Was meinst du? Gerne, gerne. Wir können ja mal vielleicht, was ich in einem meiner nächsten, unserer nächsten Videos mal bewusst auf das Thema Glaube, Vertrauen, Urvertrauen, Schöpfer, wie hat die Jesus-Geschichte sich wirklich abgespielt, mal drauf eingehen. Was ist sehr interessant und wird sehr vielen Menschen vielleicht schon was bringen, weil wir haben die Erfahrung, wir haben jetzt die ersten einige tausend Bücher, es ist noch nicht lange am Markt, einige tausend Kommentare bekommen und E-Mails. Und wir haben von Kronenchakra geht auf, über Tränen überströmt, über Herzchakra öffnet sich, bedingungslose Liebe empfangen. Das Buch liegt nur vor der Haustür und die Menschen, den kribbelt es schon. Da ist Christusenergie drin in dem Buch, weil sie einfach durchgeflossen ist. Ja, die Jesusbrüder. Ich zeige es jetzt einfach nochmal. Das ist also das eine hier. Das ist, aber ich denke mal, dein Name ist ja jetzt bekannt und insofern, naja. Das Buch ist ja auch bei Amazon, denke ich, und überall erhältlich. Und vielleicht können wir uns mal darüber unterhalten, das ist auch spannend. Auf so Themen wie flache Erde möchte ich eigentlich nicht eingehen, weil wir können es nicht 100% beweisen. Ich lasse dieses Thema immer offen und sage, hey, es darf alles sein. Und letztlich hat es Edgar Cayce gesagt, die Menschen steuern die Planeten und nicht die Planeten die Menschen. Letztlich hat es genau das Konstrukt und es hat die Formen, die wir manifestieren, auf Dauer gesehen. Und daher ist immer eine Betrachtungsweise, ob sie flach ist, ob sie rund ist. Sie kann auch, was weiß ich, flach sein, aber energetisch rund, wenn man die Kuppeln dazu nimmt. Es kann alles, alles darf sein. Vielleicht ist es auch eine Eiform, weil das Ei ist ja die heiligste aller Formen. Nicht umsonst werden Vögel in Eiern geboren. Ja? Nostradamus hat seine Vorhersagen in einem Ei gemacht, ja? Dass er sich konstruiert hat, weil dort nämlich diese Frequenzspiralen entstehen, diese Schaubergerwellen und Frequenzen der Verwirbelung. Es kann tausend Gründe geben, es kann tausendmal so oder so sein. Wir können es noch nicht beantworten. Und auf der anderen Seite muss ich was sagen, eigentlich interessiert es mich auch nicht. Es ist nicht wichtig. Das stimmt. Ich finde es nicht essentiell. Es ist abendfüllend. Wir können mal drüber schwätzen, können es am Ende offen lassen, haben einen schönen Abend gehabt. Gar keine Frage. Ja, aber ich finde es jetzt nicht so essentiell. Ja, gebe ich dir 100% recht. Lieber Hans-Peter, wir machen eins. Wir lesen dein Buch und dann machen wir nochmal eine Gesprächsrunde über dein Buch. Da freue ich mich schon drauf, das lesen zu dürfen. Und ich würde auch fast sagen, wir lassen es an dieser Stelle jetzt mal ausklingen. Ich danke dir gerne. Tausendmal für deine Zeit, für dein unfassbares Wissen. Ich sage es jetzt nochmal, falls ich es nicht schon vorher 5-mal gesagt habe. Aber es ist einfach für mich immer wieder faszinierend, was du alles in deinem Kopf hast, trägst, hältst und vor allen Dingen das mit der Liebe verbindest und uns heute Abend einen wunderbare Stunden beschert hast. Tausend, tausend Dank dafür. Es reicht, ich komme mit Komplimenten nicht so ganz gut umgehen. Aber, ach, aber danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Und lieben Dank. Es geht doch nur darum, dass wir alle jetzt wirklich zusammen die Essenz dessen leben und dass es Menschen wie dich, Sabina, auch gibt, die als Botschafter da draußen unterwegs sind, auch mit deinen Büchern. Und dafür auch nochmal mein Herzensdank. Und ich bin der festen Überzeugung, ich habe die wieder überall gerade Schaube am Körper, dass es auch kein Zufall ist und vor allen Dingen, dass es auch nicht unser letztes Gespräch sein wird und dass wir mit Sicherheit noch 1, 2, 3 interessante Talks haben werden, wo wir noch ein bisschen näher darauf eingehen können. Ja, vielleicht einmal ein bisschen mehr auch aus deiner Sicht der Dinge mal erfahren. Das wäre auch nochmal sehr spannend. In diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, seid gesegnet und gelichtet und getragen. Ich wünsche euch alles Gute von Herzen, freue mich auf bald und Sabina, bis dann, Schatz. Danke. Du ebenfalls. Also lieben Dank nochmal, Hans-Peter, und auch lieben Dank an euch alle fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen beim nächsten Talk. Macht's gut, ihr Lieben, und bis bald. Tschüss.